So. Falsche Tür. So, da werden wir hier mal alles, wie gesagt, mit Erde auffüllen. Wie viel Erde haben wir denn mit? Ah ja, genügend, genügend, genügend. Hier tun wir dann den Boden rein. So, jetzt kommt hier Eichenholzboden herein. Ne, wir wollten ja noch weiter aushöhlen, ne? Also wir wollten hier unten auch noch einen Eingang machen. Ach Leute, so. Müssen wir ja noch aufgraben, müssen wir noch weiter aushöhlen. Das war jetzt nichts. Das war jetzt nichts. So, da müssen wir nämlich. Ja, machen wir denn hier unten vielleicht noch einen Eingang hin? Nee. Nee, nee, da kommen wir ja dann mit den Kühen ins Gehege. Ja, soweit zur Syphilis. Also ich habe hier mal, es ist ja doch durchaus nicht so, dass dann alle an der Syphilis sterben. Ich hatte mal in Hannover einen Kriminalfall, über einen Kriminalfall gelesen. Der wurde dann, hallo Schafe, ich werde hier mal den Einblick zu bauen, so. Entschuldigung. Kriminalfall mitverfolgt. Da hatte also ein Rentner, ein älterer Herr, hatte seine Ehefrau. Was machen wir denn da? Quatsch. Wir machen nur Quatsch hier. Ein älterer Herr hatte seine Ehefrau abgemurkst. Und nachdem er sie erwürgt hatte, war das, erwürgt hatte er sie. Als sie schlief. Und dann hatte er sie, damit es nicht so roch, mit Klosteinen . Ja, wie machen wir das jetzt hier? Wir müssen also da einen zweiten Boden einfügen. Da machen wir doch mal hier irgendwie eine Werkbank hin. Eine nur, wenn es geht. Und dann machen wir hier mal Bretter draus.
könnte man eigentlich da sogar stehen lassen. Und hier könnte man auch noch Holz hinmachen. Na, komm hoch. Jawohl. Wunderbar. Hier könnte man dann eine Stufe aus Stein hinsetzen. Haben wir natürlich nicht. Also sowas hier. Und dann hier drin die Tür. Dann geht hier eine Treppe hoch zu diesem Eingang und dann geht es hier noch höher. Und dann hat man hier einen weiteren Gang. So, na, vielleicht könnte man den schon mal runtersetzen. Dann könnte man hier so hin. Hätte halt die Möglichkeit, hier so rumzulaufen. Ne, braucht man eigentlich nicht. Man hat ja da die Treppe. Ist doch mal wieder Quatsch, was ich mache. So. Man hat ja hier die Treppe zum Hochgehen. Man hat hier die Treppe zum Runtergehen. So, und das ist also ein Haus, dessen Zweck euch noch nicht so ganz klar ist, glaube ich. Wir können aber noch ein paar Fenster reinmachen. Wie sieht das hier aus mit Fenstern? Hier ist sehr gut. Hier auch. Das denn dann symmetrisch da? Mal gucken. Ist es nicht, muss es immer symmetrisch sein. Sollte es in dem Fall schon, weil es da besser passt. Also machen wir hier unseren Symmetriepunkt hin. So. So, 1,25 haben wir. Das ist symmetrisch, jawohl. Und dann werden wir hier auch nochmal der Symmetrie halber ein Fenster hinsetzen. Und dann werden wir dann nochmal ein bisschen höher gehen. Und dann werden wir ein Dach draufsetzen. Die Wand bekommt jetzt kein Fenster, klar. Also ich sage jetzt klar, weil ich genau weiß, was da hinkommt. Ihr wisst es ja nicht. So, oder machen wir hier mal schön jetzt mit halb Steinen, halb Stufen. So ein Dach hin. Leuchten das aus, dann haben wir ein Haus fertig. Was sagt ihr dazu? Opa kann auch zügig bauen und etwas fertig bauen und ihr wisst noch nicht, was es wird. Aber das müsst ihr ja auch nicht sofort wissen. Ihr werdet es dann schon noch später irgendwann erfahren. Fackel noch oben drauf. So ein bisschen versetzt. Hier war mir doch eine Fackel runtergefallen, oder? Habt ihr die schon aufgefressen? Guckt nicht so. Fenster fehlen noch. Die machen wir schnell noch rein. Und dann heißt es auch schon wieder Abschied nehmen. Von der heutigen Aufnahme. In der nächsten Aufnahme, denke ich mal, wird es wieder ein Let's Play Together sein, weil ich, ne, die 49 reichen ja völlig aus. Holzbretter, da tun wir mal den ganzen
Holzbretterkram rein. So. Holzprodukte, das waren dann diese flachen Stüfchen. Rein damit. So, dann ein bisschen Zäune. Gut. Und was noch? Was wollte ich jetzt noch machen? Weiter, Glas habe ich. Achso, eine Trittstufe. Oder zwei, mal gucken. Also von diesen Steinstufen hier. Türen. Holzprodukte, nein. Türen. Und es ist schon dunkel draußen, aber wir machen das jetzt hier fertig und ziehen das durch. Ja, ich spiele noch auf 172, liebe Leute. Und das heißt, dass die Türen noch nicht stapelbar sind. So, hier kommt noch eine. Nein, die bitte. So, hier kommt noch so eine Stufe hin. Das gleiche könnten wir hier machen. Aber hier passt das dann nicht. Also machen wir das hier vorne. Damit wir dann die Tür hier hinsetzen können. Und die zweite Tür tun wir dann versenkt da rein. Hier geht das, ja. Hier geht das, hier sind keine Treppen im Wege. So, und dann machen wir hier Gläser noch hin. Fenster hin, wollte ich sagen. Und dann müssen wir noch ausleuchten. Und dann war es das. Dann haben wir... Ja, und wofür dieses Haus gedacht ist. Ein sehr seltsames Haus. Das werdet ihr dann später sehen. Wenn es der eine oder andere schon weiß, weil er vielleicht den letzten Aufnahmen, in den letzten Aufnahmen gut zugehört hat. Dann mag er das ja gerne sagen. Ich auf jeden Fall verabschiede mich für heute. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Wir haben bis zum nächsten Mal. Bei der nächsten Aufnahme haben wir wieder einen Gast. Ich sage natürlich noch nicht wen. Ihr dürft ja vielleicht mal raten. Und ja, das war's dann. Heute sehr schön. Wir haben einen Tunnel geschafft. Wir haben ein Häuschen gebaut. Und das war doch schon recht erfolgreich. Tschüss und bye bye. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.